heiße Laurent Bankert. Ich bin seit 24 Jahren im Roten Kreuz und ich habe das Erlebnis, zum Roten Kreuz zu kommen, am Meer festgestellt, da ich mich mit meinen Eltern früher immer zum Meer fuhr und da standen da so kleine Rotkreuzbütchen. Ja, ich möchte auch einen kleinen Aufruf machen. Wenn Leute Interesse haben, die können sich gerne bei uns melden am Roten Berg 33. Sonntags morgens von 10 bis 12 ist immer einer im Gebäude. Und wir würden uns freuen, wenn wir noch Leute bekämen, auch für den Bereitschaftsdienst oder Blutspendedienst oder dergleichen. Und ich möchte auch Kinder, wenn die Interesse haben, zum Jugendtotkreuz zu kommen, ab 8 Jahre, die können sich auch gerne hier im Roten Kreuz melden. Also auch denn durch meine Behinderung. Ich sehe, dass die Kameradschaft hier im Roten Kreuz ist super. Und man merkt ja nicht, also ich persönlich merke ja nicht hier, dass ich irgendwelche körperlichen Schwierigkeiten oder dergleichen habe. Also man wird hier wirklich von jedem gleich aufgenommen, also ist ja kein Problem, also dass man irgendwie Angst haben müsste, sich zu verstecken, weil man irgendwie ein körperliches Problem hat. Wenn einem die Sache Spaß macht, dann tut man das. Vor allem, wenn man überzeugt ist von der Wichtigkeit der Sache. Meine Aufgabe hier sind zwei Dinge hauptsächlich. Einmal bin ich verantwortlich für die Lebensmittelzugabe. Wir verteilen immerhin, also im Jahr 2009 haben wir 80 Tonnen verteilt an Lebensmitteln. Das ist keine zubereitete Ware, sondern einfach die Produkte. Natur, also Kilo Zucker, Kilo Mehl, Liter Milch, Spaghetti, Reis, Marmelade, Schokolade und so weiter. Und zwar dürfen alle Leute kommen, die eine Bescheinigung von dem hiesigen Sozialamt haben, dass sie eine Zusatzversorgung in Lebensmitteln bekommen dürfen. Das andere, um das ich mich kümmere, ist der Second-Hand-Shop Schatztruhe. Der ist im April 2009 neu kreiert worden und ist jetzt mehr oder weniger so präsentabel, dass es wirklich Spaß macht, darin zu arbeiten. Wir verkaufen dort hauptsächlich Klamotten, Kleider, Herren-, Damen-, Kinderkleidung, aber auch Bücher, dann so Haushaltswaren allgemein und Spielzeug. Im vorigen Jahr haben wir zum ersten Mal die Weihnachtsmann-Aktion gemacht. Da sind wir in 5 Familien gegangen und haben dort Spielzeug verteilt. Das waren zum Teil ausländische Familien, die auch gar nicht so gewohnt waren zu spielen wie wir. Und wir sind dann einfach eine Stunde geblieben und haben mit ihnen ausgepackt und auch mit ihnen gespielt, Spiele erklärt. Und gleichzeitig bekamen wir so ein Feeling, wie diese Leute leben. Das haben wir sowohl bei ausländischen wie bei hiesigen Familien gemacht. Und das war wirklich eine interessante Erfahrung, die sehr unter die Haut ging, weil sie sehr, sehr berührend war. Das haben wir wirklich am 24. abends gemacht. Von 4 bis abends 10 etwa. Und ja, das war sehr schön. Und was ist meine Tätigkeit? Ja, meine Tätigkeit hier ist, oh Gott. Ich komme. Also es fängt morgens um 10 hier an. Und da helfe ich mit. Und wir räumen dann so die Regale ein, wie ihr bisher auch schon ein Stück gesehen habt. Das ist einmal hier das Einräumen, was ich auch gemacht habe.
was nehmen wir dann? Also Gurke, wir brauchen noch ein Gemüse. Können wir noch ein bisschen hier bleiben? Nein, 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 das hat dann. Die sind sehr voluminös. Das ist ja. Also die Spur, das ist eine einmalige Aktion, die Spur verliert sich danach. Das soll kein Vorlauf sein. Ja, ja. Nur ich stelle mir die Frage vielleicht, ob er mich denn hier gesehen hat oder weil. Mein Name ist Henriette Kubbel, bin 58 Jahre alt, habe 30 Jahre auf Entbindungsheim gearbeitet, bin jetzt frühpensioniert und engagiere mich freiwillig beim Roten Kreuz. Ich bin 4 Jahre ehrenamtlich im Roten Kreuz und wünschenswert wäre, wenn viele junge Leute ehrenamtlich, egal welchen Posten, und auch Blut spenden kämen. Die jungen Leute, weil Blut ist gefragt. Also mein Name ist Günther Brandt. Ich bin 57 Jahre alt und stamme aus St. Vith, wohne aber schon 32 Jahre hier in Olten. Und heute ist das dritte Mal, dass ich Blutspenden komme. Juni, September und jetzt im Dezember. Ich bin aber vorher schon in Löwen Blutspender gewesen und ebenfalls in St. Vith zu Hause. Das ist heute bestimmt das, ich weiß nicht, vielleicht 30, 40. Mal, dass ich Blutspende insgesamt. Ich bin aber 10, 15 Jahre lang nicht gekommen, aus beruflichen Gründen, weil ich zu lange arbeitete, weil die Kinder klein waren. Und da habe ich mir im Juni ein Herz gefasst und gedacht, so, dann fängst du nochmal an zu geben, solange ich geben darf. Das darf man ja nur bis 70, glaube ich, oder? Ich weiß nicht genau. 64, ey, da bleibt ja nicht mehr so lang. Und ja, also nicht aus besonderen Gründen einfach, weil immer wieder Blutmangel ist, wird ja in der Zeitung, im Fernsehen, Radio appelliert an die Bevölkerung. Ich heiße Monika, ich bin 60 Jahre alt, ich habe 4 erwachsene Kinder, 5 Enkelkinder und ich habe etwas Zeit übrig und diese Zeit engagiere ich mich zum Beispiel hier in der Schatztruhe. Hier gibt es viel zu tun. Es gibt uns erst seit 19 Monaten. Und wir bekommen von den Leuten Säcke oder Kartons mit Kleidung, mit Dekorationssachen, mit Porzellan, Haushaltsartikel, aber vor allen Dingen Kleidung. Und wenn die Kleidung schmutzig ist oder reparierbedürftig, dann übernimmt die eine oder andere die Reparatur, das Waschen, das Bügeln. Und dann werden die Sachen sortiert, eingeräumt und eine kümmert sich nur um die Kasse. Die sitzt an der Kasse und packt ein. Und ich kümmere mich eigentlich so ein bisschen um alles. Ich gucke, dass ein bisschen Ordnung ist in den Räumen. Jeder hat so ein bisschen die Aufgaben eingeteilt. Und ab und zu treffen wir uns, um Sachen zu besprechen, die einfach neu auftreten. Wir sind noch eine neue Equipe und ja, wir bemühen uns alle sehr. Wir sind alle ehrenamtlich hier. Also wir machen das alle gratis, ehrenamtlich. Das ist so. Das gehört zum Roten Kreuz und unser Erlös geht ganz fürs Rote Kreuz. Tschüss.